Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Folge der vierten hier in dieser Saison und wir haben einen neuen Auftrag. Und zwar habt ihr in den Kommentaren abgestimmt bzw. habt gesagt, hey, einen Spieler könntest du nochmal holen und zwar einen, der auf der linken Seite Matthias Ostschöller Konkurrenz macht. Natürlich muss ich sagen, ich habe da Mikko Albonos, den ich sehr, sehr gerne mag, gar keine Frage. Aber Tim Leibold halte ich für keine schlechte Variante, ist junges, flankenstarkes Antritt schnell und wäre definitiv eine gute Alternative. Grundsätzlich, wie gesagt, ich habe Albonos, aber nichtsdestotrotz, einer mehr kann nicht schaden und mal sehen, ob der dem denn Konkurrenz machen kann. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze dann regel. Allerdings, ja, Mikko muss dann halt vielleicht außen vor bleiben. Hat dann auch nicht das Rating und wir müssen ja ein bisschen an, ja, einfach nicht an Realität denken, sondern an das, was das Beste für den Verein ist und damit auch das Beste in dieser Saison, halt eben, um in die Euroleague zu kommen. Ich gucke mir mal ganz kurz an, wie viel der kostet, der Kollege. Ihr werdet live dabei sein, einfach aufgrund dessen, dass ich nicht großartig Bock habe, das Ganze zu schneiden. Was heißt zu schneiden? Ich habe von Anfang an gesagt, dieser Karrieremodus ist ungeschnitten und genauso bleibt es auch übrigens. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verklatscht wirke. Ich habe WrestleMania geguckt, das ist ein bisschen... ja, wir bieten einfach mal Mikko Albonos an. Vielleicht sagt ja der Club, okay, alles klar, damit können wir leben, das können wir so machen. Anscheinend ist der linker Mittelfeldspieler oder habe ich den verliehen oder habe ich den verkauft oder habe ich irgendwas gemacht? Anscheinend habe ich den verliehen. Ach, guck mal einer an, das wusste ich gar nicht mehr. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, dann machen wir das doch. Und holen uns den Kollegen. Die Frage ist nur, wen setzen wir dafür ein? Ich meine, natürlich wäre jetzt ein Oliver Sorg bzw. ein Edgar Pripp keine dämliche Idee, weil die halt auf dieser Position spielen. Allerdings kann Pripp auch im Mittelfeld spielen. Aber Sebastian Meyer vielleicht, das halte ich für keine schlechte Idee. Und die wollen Innenverteidiger. Das ist ein bisschen schlecht, dementsprechend bieten wir einfach eine Transfersumme an. Und zwar 2 Millionen. Ich weiß nicht, wie der Wert ist, keine Ahnung. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Sie sagen 4,65. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch auf 3,5. Aber natürlich wollen wir denen nicht direkt das geben, was sie wollen. Ich habe übrigens in den Kommentaren auch natürlich gelesen, Max, ist ja schön und gut, dass du gesagt hast, dass du die Karriere nicht schneiden willst, die Spiele und so weiter und so fort. Aber es bringt dir nichts, wenn dann die Hälfte der Leute die Spiele einfach skippt. Doch, bringt mir schon was, weil ich habe Spaß daran, den Karrieremodus genauso zu machen. Ich habe Spaß zu kommentieren, als wenn es ein Live-Spiel wäre. Und ja, ich möchte das so machen, wie ich Bock drauf habe und wie ich Spaß daran habe. Wenn ich keinen Spaß hätte, hättet ihr, glaubt mir, auch keinen Spaß daran, denn dann würde ich auch einfach irgendwann aufhören, Videos zu machen. So war es bisher immer und genauso wird es auch bleiben. Und dazu kommt noch, dass ich diese Videos mit ein bisschen weniger, ja, mit ein bisschen weniger Zeitdruck machen kann, ja, weil ich kann einfach aufnehmen und hochladen. Das dauert nicht sonderlich lange, die Videos zu schneiden und ich habe momentan aufgrund der Bachelorarbeit, aufgrund dessen, dass ich bald wieder in England bin, meiner Freundin, die hier wohnt und so weiter und so fort, nicht so viel Zeit zum Schneiden, von daher denke ich mal, dass das passt. So, 4 Jahre für Tim Leibold als Rotationsspieler, das sieht relativ in Ordnung aus. Ich habe keine Ahnung, was die sich für ein Gehalt vorstellen, 13.000, wir gehen da mal ein bisschen runter, einfach aus Prinzip, nicht auf 3.000, aber so auf 11.000, Einstiegsbonus 180.000. Mal sehen, was sie dazu sagen. Hat sich auch keiner, was das aktuelle Gehalt ist. Sie wollen nicht verhandeln. Okay, wir haben das Geld, deswegen nehmen wir es einfach an. So, Tim Leibold, unser Neuzugang vom Club. Wir haben also nochmal kurz vor der Transferphase einen Spieler verpflichtet, was ich sehr schön finde. Wir haben noch ein Angebot für Klaus, aber das mussten wir ja oder es wurde zurückgezogen. Was in Ordnung ist, das heißt, Felix Klaus bleibt anscheinend erstmal bei uns. Ja, was nicht optimal ist, wie gesagt, ich wollte ihn halt eigentlich verkaufen, aber er bleibt noch in der Wintertransferphase. Felix Klaus wurde verkauft. Gut. Ab nach Benevento. Wir haben nochmal eine Menge Geld dazu bekommen, das heißt für die Wintertransferphase auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Und jetzt ist die große Frage, wie können wir im nächsten Spiel abschneiden? Und zwar geht dieses nächste Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Das ist ein Nordderby, nicht ein klassisches Derby, weil es ist halt eben nicht gegen Braunschweig. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, was wir natürlich gerne gewinnen wollen. Einfach weil Wolfsburg ein Verein ist, den hier in Hannover keiner wirklich großartig mag. Ja. Und einfach auch, weil sie uns Felix Klaus in Realität weggenommen haben. Und ja, allgemein, weil der Verein halt nicht sonderlich sympathisch ist. Wir haben nochmal ein Angebot bekommen, sehe ich gerade. Bayern hat sich Bernard, Castillejo und Gaia geholt, hat Ribéry unter anderem verkauft. 2 Angebote für Oliver Sorg, jeweils 3,9 Millionen. Das wäre eigentlich nicht uninteressant, weil wir den Korb auf der rechten Seite haben. Ich weiß nicht, ob Leibold da spielen kann, aber ja, ich delegiere es einfach mal kurz. Und zwar sage ich, dass wir da Angebot 4,9 erstmal machen und wir machen 4,15 Millionen. 4,75 und 4,1 Millionen machen wir dann, ja, als Mindestsumme. Mal sehen, was sie dazu sagen. Vielleicht nehmen wir Alaves oder die Kollegen aus Moskau das Ganze an. Vielleicht wäre es auch für Klaus ganz schön, einfach weil er bei, für Klaus, für Sorg, weil er halt bei uns keine wirkliche Perspektive hat. Hat in der Realität die letzten beiden Spiele sehr, sehr gut gespielt, definitiv. Gerade gegen Leipzig war er einer der Besten auf jeden Fall auf dem Platz. Aber nichtsdestotrotz ist er natürlich
keine große Nummer. Okay, es wird nichts mit dem Verkauf. Vielleicht in der Wintertransferphase, ja, wenn wir jetzt hier weitermachen, dann werden wir ja sehen, das Angebot bleibt weiterhin da. Er wechselt dann halt aber erst im Winter. Vielleicht wollen die das auch gar nicht und wollen ihn dann gar nicht mehr haben. Aber ja, haben sie keinen Bock mehr drauf. Okay, alles klar. Anfangsforderung war zu hoch. Na gut. Wir spielen am Wochenende gegen Wolfsburg, haben jetzt gerade Länderspielpause, am Angebot für Martin Harnik über 8 Millionen Euro, was irgendwie sinnlos ist, vor allem bei Wintertransferphase und einfach nein. Allerdings kann man das auch verstehen, weil der hat ja im Spiel gegen Schalke nicht gespielt und vielleicht wollen sie einfach einen haben, der nicht das Gefühl hat, ey, ich habe Schalke komplett auseinandergenommen. Kann ich in gewisser Weise schon nachvollziehen. War natürlich ein schönes Spiel für uns, gar keine Frage. Das heißt, wir werden jetzt auch einfach trainieren und dann geht es ins Spiel gegen Wolfsburg rein und hier mache ich tatsächlich den Cut. Niedersachsen-Derby in der VW-Arena. Hannover 96 ist zu Gast beim VfL Wolfsburg und natürlich geht es darum, wer ist die Nummer 1 im Lande? Die Männer aus der VW-Stadt oder die Männer aus der Landeshauptstadt Niedersachsens. Wir sind im ausverkauften Stadion und die Atmosphäre ist überragend. Die Wolfsburger haben richtig Bock auf dieses Spiel und auch die mitgereisten Hannoveraner haben vor, ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Nach diesem klasse Saisonstart unentschieden gegen Mainz auswärts. Zu Hause der souveräne 3:1 Erfolg gegen den FC Schalke 04 und heute soll natürlich nachgelegt werden. Keine Änderung in der Startelf von André Breitenreiter, trotz der Verpflichtung von Tim Leibold vom 1. FC Nürnberg. Der Linksverteidiger steht allerdings nicht im Kader für die heutige Partie. Das heißt, weiterhin wird auf die Spieler gebaut, die auch in den letzten Wochen zu überzeugen wussten. Natürlich unter anderem in der Offensive Ilas Bebu, Jonatas und Hani Mukta. Der Neuzugang von Brøndby hat sich sehr gut eingefunden in Hannover. Allerdings genauso Divock Origi. 2 Tore im letzten Spiel für den VfL. Das heißt, auch beim Belgier genauso wie bei Jonatas läuft das richtig gut hier und natürlich ist die Leihgabe von Liverpool heiß darauf, heute nachzulegen und mit seinem Club weiterhin an der Spitze der Tabelle zu bleiben. Nichtsdestotrotz Hannover momentan vielleicht noch ein bisschen besser in Form als die Wolfsburger und vor allem auswärts auch schon mit dem Punkterfolg. Das heißt, die wissen genau, wie das laufen muss. Wir starten rein in die Partie. Anstoß VfL, wie gesagt, wunderschönes Fußballwetter. 22 Grad hier im September ist das in Deutschland nicht selbstverständlich und natürlich lässt das das Fußballherz höher schlagen, weil das sind optimale Bedingungen. Der Rasen ist neu verlegt worden in der Volkswagen Arena vorige Woche. Dementsprechend auch das Geläuf in bestem Zustand und genau optimal darauf vorbereitet, hier dieses Spiel stattfinden zu lassen. Hannover jetzt in der Anfangsphase hier mit dem ersten Ball auf die Außenbahn aus Scholek. Der hat natürlich mit Leibold neue Konkurrenz bekommen, kann sich hier nicht behaupten. Und die Kontersituation eventuell für die Wölfe aber gut dazwischengegangen von Pirmin Schwegler, der direkt wieder den Fehlpass spielt. Also ein bisschen Unsicherheit hier in der Anfangsphase bei Hannover, was die Ballkontrolle und die Passsicherheit angeht. Allerdings jetzt Origi mit dem Fehler in der Ballkontrolle und Waldemar Anton kann dazwischen gehen. 96 wieder im Vorwärtsgang. Mukta, jetzt ist die rechte Seite ein bisschen offen. Da steht Julian Korb, der in der vergangenen Woche tatsächlich auch ein Tor erzielen konnte gegen den FC Schalke 04. Allerdings Wolfsburg dazwischen und wieder auf dem Weg nach vorne. Verhaag und Memedi auf der rechten Seite. Natürlich mit dem linken starken Fuß nicht unbedingt optimal für den Schweizer. Allerdings, um in die Mitte zu ziehen, ziemlich gut. Renato Steffen macht da ein bisschen Druck auf Julian Korb, aber der lässt sich nicht verunsichern. Klasse gelöst mit Philipp Schauner. Korb bisher absolute Bank in dieser Saison. Macht das klasse auf seiner Rechtsverteidigerposition. Hat er auch schon getroffen im zweiten Spiel gegen Schalke, wie erwähnt beim 3:1 Erfolg seiner 96er. Jetzt Schwegler im Mittelfeld, der Routinier auf Fossum. Der hat auch im ersten Spiel bereits getroffen. 96 ja sehr torgefährlich. 5 Tore in den ersten beiden Spielen. Auch in der Vorbereitung haben sie genau das gezeigt. Und diese Ballsicherheit, die sie jetzt auch gerade wieder demonstrieren, das ist das, was 96 stark macht. Flanke Julian Korb. Jonatas komplett frei, 1:0. 16. Minute, Hannover 96 geht in Führung. Und zwar durch Jonatas, der Brasilianer. Drittes Saisontor, letzte Woche gegen Schalke mit dem Doppelpack. Und er weiß, wie er seine Form weiterführen muss. Eine wunderschöne Flanke da nach dem Ball von Fossum, von Julian Korb und Jonatas im Zentrum komplett alleine gelassen. Castells ist machtlos, Kopfball aus 8 Metern, halblinke Position in die rechte Ecke. Den kann man nicht besser machen. Und natürlich sind die Fans jetzt hier begeistert davon. Das ist genau das, was man in Hannover sehen möchte. Man will zurück in die Europa League, man will auf die internationalen Ränge. Und Jonatas kann direkt mal bewerkstelligen, dass auch im dritten Spiel keine Niederlage zumindest ansteht. Natürlich weiß man nicht, wie dieses Spiel jetzt noch weiter verläuft, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr guter Beginn von den 96ern. Wolfsburg ist jetzt um Antwort bemüht, allerdings schwerer Fehlpass da auf Julian Korb, der auf Mukta, der Neuzugang, bisher noch ohne Treffer, aber trotzdem mit guten Leistungen. Schwegler, das ist einfach gut gespielt von 96, hintenrum Sané, Seitenwechsel auf Illes, der Kroate, der im Winter kam, von Rijeka, wieder Korb, wieder Mukta.
Wolfsburg bekommt keinen Zugriff in dieser Partie, in dieser Phase der Partie. Hannover weiß genau, wie sie das spielen müssen. Sané ein bisschen riskant auf Ostscholek, aber sie bleiben am Ball. Fossum, Rückraum auf Schwegler, der wieder auf Sané. Das ist langsam, aber das ist gut. Das ist nicht behäbig. Das ist genau das, was Trainer André Breitenreiter sehen möchte. Der will sehen, dass seine Mann nach vorne spielen. Allerdings kontrolliert Bebu mit der Gelegenheit abgewehrt. Ball kommt zu Fossum im Rückraum. Fossum hat eventuell die Schusschance. Macht es nicht. Schwegler dreht sich da um Mali rum. Spiel ein bisschen wieder verzögert, aber das wäre fast die nächste dicke Chance gewesen für Hannover 96 hier nach knapp 26 Minuten. Ball auf Bebu. Mukhtar. Klasse gegen Gilavogui. Setzt sich da wunderbar durch gegen den Franzosen und zieht einfach mal ab. Lattenkreuz und da springt noch Fossum unter durch Jonatas. Was ist denn hier los? Der VfL Wolfsburg vollkommen von der Rolle defensiv. Hani Mukhtar mit dem absoluten Hammer aus der zweiten Reihe. Castells kann nichts machen. Und dann hat er Glück im Nachschuss, dass Jonatas und Fossum jeweils nicht schnell genug abschließen können, beziehungsweise Jonatas im Endeffekt einfach nicht präzise genug. Wolfsburg ganz, ganz schwach in dieser Phase. Bisher noch ohne jegliche Offensivbemühung, ohne jeglichen Torschuss. Das muss sich ändern, wenn sie hier irgendeine Chance haben wollen. Gegen diese stabilen Hannoveraner. Die Dreierkette scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Auch jetzt wieder Sané mit dem Kopfball zurück zu Philipp Czauner. Der bisher einen sehr ruhigen Arbeitstag. Konnte beim Tor gegen Schalke nichts machen. Und leitet jetzt den nächsten Angriff der 96er ein. Schwegler. Auf Fossum, der hat wieder viel zu viel Platz, wird alleine gelassen. Ball von Bebu in den Lauf von Fossum, aber Brooks hat aufgepasst. Ja, ja, der VfL bisher, wie gesagt, schwach. Immer noch keine einzige Offensivaktion, nicht mal der Hauch von Torgefahr auf Seiten der grün-weißen Wölfe. Schwegler, Fossum, das ist einfach, das ist sehr, sehr starkes Spiel, das ist direkter Fußball, das ist genau das, was André Breitenreiter sehen möchte. Wieder Julian Korb, wieder die Flankengelegenheit, Mukhtar und geklärt. In höchster Not, auch wenn Mukhtar am Abseits gestanden hätte. Trotzdem wichtig, dass da dazwischen gegangen wird. Anschließender Eckball jetzt, ausgeführt von Matthias Ostscholek. In der Mitte tummeln sich natürlich die großen Spieler. Da tummelt sich ein Jonatas, da ist ein Sané, da ist ein Bebu. Die sind alle kopfballstark. Die Ecke kommt nicht gut und wird abgewehrt. Und jetzt vielleicht die Konterchance über Yunus Mali. Da ist 96 jetzt mal offen, da sind sie jetzt mal aufgerückt. Yunus Mali mit dem Ball in die Spitze. Nein, er spielt zurück auf Renato Steffen. Da war Origi gut gelaufen, aber den sieht er nicht. Oder will den Pass nicht spielen. Allerdings trotzdem Wolfsburg weiter in der Offensive. Behält den Ball da. Origi, jetzt hat er ihn und verliert ihn eiskalt gegen Eles, der Kroate. Ganz routiniert klaut er dem Belgier den Ball vom Fuß, ohne größere Probleme aufzuweisen. Und das ist einfach eine schwache Vorstellung bisher. Von Divock Origi, natürlich auch vom gesamten VfL Wolfsburg. Weiterhin 96, klar besser. Mukhtar gegen Gilavogui. Der erobert sich jetzt mal den Ball, aber es gibt Freistoß. War wohl ein Foul da und wir haben kurz vor der Halbzeit nochmal die dicke Gelegenheit für Hannover 96. Die haben einen Freistoßschützen in ihren Reihen und das ist Pirmin Schwegler. Der kann Freistöße, der weiß, wie er die setzen muss, der hat die Erfahrung. Der kommt gut, allerdings nicht gut genug. Castells muss nicht mal fliegen, kann stehen bleiben und diesen Ball fangen. Nichtsdestotrotz keine schlechte Aktion von Pirmin Schwegler und das dürfte es fast schon gewesen sein aus Halbzeit 1. Ja, Fazit bisher. Ist schwer zu sagen, es dürfte nicht mehr wirklich viel passieren. Hannover 96 lässt die Partie ein bisschen plätschern, geht nicht mehr ganz so hartnäckig auf das 2:0, geht nicht mehr ganz so hartnäckig in die Zweikämpfe, aber ist trotzdem viel präsenter in diesen als der VfL. Jetzt gibt es nochmal einen Freistoß aus dem Halbfeld nach einem Foul von Ostscholek. Memedi hat sich den Ball da zurechtgelegt, 40 Meter Torentfernung wird er nicht direkt machen. Die Flanke kommt nach vorne, abgewehrt. Gilavogui nochmal auf Memedi, er hat ein bisschen Platz. Renato Steffen wieder Memedi. Aber abgefälscht, war zumindest mal eine Annäherung, war zumindest mal ein Schuss. Und es gibt den Eckball in der Nachspielzeit. Letzte Aktion wohl im ersten Durchgang hier für die Wölfe. Nochmal Yunus Mali. Und natürlich hat auch Wolfsburg kopfballstarke Spieler in Form von Brooks oder Gilavogui. Die Ecke kommt rein, da steht Jeffrey Bruma. Und das war doch mal eine Annäherung. Das ging nochmal aufs Tor. Allerdings nicht weiter gefährlich. Czauner muss nicht eingreifen und somit bleibt es hier beim 1:0 für Hannover 96. Wir gehen in die Halbzeit mit einer Führung für die Roten durch Jonatas ganz früh in der Partie mit einem wunderschönen Kopfball. Und wir melden uns dann wieder mit der zweiten Halbzeit, in der Wolfsburg noch einiges tun muss, wenn sie hier nicht Punkte liegen lassen wollen. Zweiter Durchgang angepfiffen, Hannover 96 im zweiten Durchgang von links nach rechts. Die führenden Landeshauptstädter. Mit der deutlich besseren Leistung im ersten Durchgang, deutlich routinierter, viel mehr Kontrolle, viel mehr Struktur im Spielaufbau und einfach grundsätzlich die bessere Leistung im Vergleich zum VfL. Jetzt mal der Fehlpass von Josip Elles, was hat er sich denn da gedacht in der Situation?
Ball einfach ins Seitenhaus gespielt und somit Ballbesitz für den VfL über Renato Steffen. Mit einer der auffälligsten in der ersten Halbzeit. Jetzt Divock Origi gegen Waldemar Anton, kann sich dann nicht durchsetzen. Jetzt aber der Ball schön auf Admir Mehmedi im 16er und Schauner muss eingreifen. Gute Parade vom 96-Keeper, aber ganz, ganz stark gespielt von Divock Origi. Und da muss Mehmedi in der Situation definitiv mehr draus machen. Dicke Gelegenheit, die beste bisher für den VfL, die in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss verzeichnen konnten. Eine Chance, eine Halbchance von Bruma nach einem Eckball. Und genau den gibt es jetzt wieder nach dieser gelungenen Offensivaktion. Renato Steffen bringt den in die Mitte. Da kommt kein Kopfball zustande. Und 96 mit der Konterchance über Mukta. Der nach vorne auf Jonatas. In den Lauf von Jonatas. Da verschätzt sich Verhaag. Das ist ganz, ganz schwach gemacht vom Niederländer. Jonatas allein auf weiter Flur jetzt im 16er. Gegen Bruma. Schlägt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Kommt nicht an zu Bebu. Aber Szene noch nicht geklärt. Schwegler geht nochmal dazwischen und kommt nicht an den Ball. Das wäre die dicke Gelegenheit gewesen. Da muss Jonatas vielleicht alleine aufs Tor gehen, anstatt da nochmal Bebu einsetzen zu wollen. Und wenn das kommt, das Zuspiel, dann muss das präziser sein. Aber jetzt die nächste Gelegenheit. Ball auf Hani Mukta im 16er. Und Bruma im letzten Moment dazwischen. Der Niederländer, bisher vielleicht neben Renato Steffen der präsenteste, hat ja auch die dickste Gelegenheit im ersten Durchgang, wenn man die überhaupt dick nennen kann, für den VfL. Und steht hinten weitestgehend solide, auch wenn er beim Tor nicht gut aussah, gegen Jonatas. Jetzt nächster Fehlpass im Spielaufbau der Wölfe. Wieder ist das Julian Korb. Schöner Ball auf Ilas Bebu im 16er gegen Jonathan, gegen John Anthony Brooks, meine ich. Und das ist das Tor für Nummer 96. Nein, das ist nicht das Tor. Auf der Linie gerade noch so geklärt. Fast ein Eigentor da von Kuhn Castells. Jonatas hatte den Ball gespitzelt. Und dann kam da noch ein Abwehrbein dazwischen. Und der Ball kullert auf die Torlinie und wird dann im letzten Moment noch von dieser geklärt. Ganz, ganz enge und prickelige Szene da für die Defensive der Wolfsburger. Das wäre vielleicht schon die Vorentscheidung gewesen durch den Brasilianer. Der macht bisher eine ganz, ganz starke, präsente Partie. Hätte jetzt vielleicht sein zweites Tor erzielen müssen. Divock Origi, schöner Schuss und die erste Parade. Tatsächlich mal von Philipp Czauner auf der Linie. Gerade eben ist er ja entgegengekommen für Mehmedi, der jetzt runtergeht zu Lea. Der Neuzugang aus Valencia kommt in die Partie. Und jetzt muss er das erste Mal in der kurzen Ecke wirklich eingreifen. Gefährlich, gefährlich da, was Origi veranstaltet. Wolfsburg in der zweiten Halbzeit bisher besser. Bisher deutlich stärker im Spiel und Origi an den Pfosten. Jetzt sind die Wölfe da, jetzt kommt auch das Publikum. Schöne Aktion von Belgier, da passt Sané nicht richtig auf. Und Ostrolik wäre wohl da gewesen am Pfosten, Czauner aber auch in der richtigen Ecke. Aber trotzdem, gute Aktion, sehr, sehr gute Aktion von Divock Origi. Scheint jetzt besser reinzukommen in dieses Spiel, was ihm in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen ist. Da war er quasi nicht beteiligt am Spielgeschehen. Allerdings natürlich muss Wolfsburg defensiv aufpassen, denn 96 ist weiterhin stark in der Offensive, auch wenn es jetzt nicht mehr so flüssig läuft. Fehlpass da im Aufbauspiel von Mukta, Fossum und Schwegler sieht man jetzt gerade in dieser Phase nicht viel, im Gegenteil. Aber Julian Korb macht weiterhin eine brillante Partie, wunderbare Balleroberung. Fossum jetzt auf Hani Mukta, Schwegler hat ein bisschen Platz, den darfst du normalerweise nicht lassen. Auf der linken Seite, Ostrolek völlig frei, allerdings ein bisschen zurückgezogen, macht nichts. Flanke kommt trotzdem und da steht wieder Jonatas, kommt nicht ran. Ein Ball auf der anderen Seite, bei Korb gelandet. Korb mit der Flanke und da steht in der Mitte Fossum. Schöner Kopfball vom Norweger, aber Castells ist da und kann diesmal diesen Ball halten. Natürlich nicht der kopfballstärkste Spieler, Ivar Fossum. 1,74 groß, der junge Norweger. Allerdings war das in der Situation trotzdem nicht ungefährlich, was er da machen durfte. Anton mit der Balleroberung und es gibt Einwurf für Wolfsburg und ein Wechsel. Numero dos. Joshua Gilavogui geht runter und dafür gleich ein Doppelwechsel anscheinend, so wie das hier aussieht. Castro, der Neuzugang vom BVB, kommt in die Partie für den Franzosen. Und es war doch nur ein Wechsel, denn jetzt kommt der letzte Wechsel. Beim VfL Tisserand kommt rein für Gerhard. Das heißt, vielleicht die Dreierkette jetzt beim VfL bei Trainer Bruno Labbadia. Hannover im Vorwärtsgang. Jonatas auf Ostrolek, der hat keinen wirklichen Platz gegen Bruma da. Allerdings jetzt nur noch Dreierkette, das heißt für die Außenbahn ein bisschen mehr Platz, aber das ist ganz, ganz schwach von Ostrolek, der sich einfach abkochen lässt. Das war kein wirkliches Problem in dieser Situation für die Defensive der Hannoveraner. Langer Abwurf von Czauner auf Korb, Fossum, Bebu, schönes Zusammenspiel da mit Mukta. Und der versucht wieder rauszulegen auf die linke Seite, aber das ist jetzt ein bisschen zu läppisch, das ist ein bisschen zu langsam. Die Konzentration und die Spannung fehlen so ein bisschen. Bei Hannover 96, Ostrolek kann da nicht eingesetzt werden, aber wieder die Balleroberung zum Glück aus Hannoveraner Sicht von Waldemar Anton. Fossum raus auf Julian Korb, der weiterhin eine sehr, sehr starke Partie macht auf seiner rechten Außenbahn. Setzt sich gegen Brooks durch, wieder die Flanke auf den zweiten Pfosten. Jonatas kommt angerauscht und Castells mit einer klasse Parade der Belgier. Ganz, ganz wichtig hier in der Situation da dazwischen zu gehen. Das muss normalerweise das 2:0 sein, das macht er auch gut, das macht er wirklich gut in der Situation. Der Jonatas allerdings nicht stark genug im Endeffekt.
Und es scheint auch so, als wäre das seine letzte Aktion gewesen in dieser Partie für die 96er. Es gibt einen Doppelwechsel. Niklas Füllkrug und Dario Maresic kommen rein für Matthias Ostrzelek, der ein starkes Spiel gemacht hat auf seiner linken Seite. Und eben Jonatas. Noch 7 Minuten zu spielen. Einwurf für Hannover 96 an der rechten Eckfahne. Zurück auf Ivar Fossum, der kann den Ball da kontrollieren gegen Gonzalo Castro. Rückraum auf Julian Korb, der auf Mukta, der zurück. Füllkrug, das ist Schwegler. Und auf der rechten Seite, auf der linken Seite steht Maresic komplett frei. Maresic! Wieder Castells, Bebu und abgewehrt. Eckball, die nächste Szene, die 96 hier zur Entscheidung hätte nutzen können. Maresic direkt auf der Einwechsel, ist natürlich Innenverteidiger, nicht seine Position da auf links überhaupt. Und hat die dicke Gelegenheit, wird sich ärgern, den nicht reingemacht zu haben, aber vielleicht ja nach dem Eckball. Das ist Pirmin Schwegler, der bringt den in die Mitte. Da steht Bebu, der kommt an den Ball ran. Füllkrug, Castells faustet den weg. Eles macht den nochmal scharf. Nein, doch nicht. Korb allerdings kriegt den Ball an der Mittellinie. Sané mit dem Ball nach vorne auf Fossum. Das ist Mukta, das ist Maresic auf der linken Seite. Die Flanke und da hinten kommt Schwegler angerauscht. Aber das ist ganz gut verteidigt da von den Wölfen, die jetzt nochmal nach vorne gehen mit Mali und die vielleicht sogar eine Überzahl in Situationen entwickeln können. Aber das ist ein ganz, ganz optimistischer Ball hoch in den Lauf von Carlos Soler, und der hat natürlich keine Chance da gegen Waldemar Anton. Der ist einfach schlicht und ergreifend zu groß mit seinen 1,89. Kopfballstark natürlich auch noch. Und wir sind bereits angekommen in der Nachspielzeit. Wenn, dann jetzt für den VfL Wolfsburg. Allerdings gibt es Einwurf für Hannover und die können natürlich jetzt kurz vor Schluss hier die Zeit runterlaufen lassen. Nochmal ein Fehlpass von Pirmin Schwegler. Vielleicht nochmal die Gelegenheit. Die Schlussphase bei 96 in der Saison bisher immer gefährlich, aber das wird nichts mehr. Hannover 96 gewinnt mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg, entscheidet das Niedersachsen-Derby für sich und holt den 7. Punkt im 3. Spiel. Jonatas ist der Matchwinner, der Brasilianer mit dem Kopfballtor nach 15 Minuten nach Flanke von Julian Korb, der für mich der beste Mann auf dem Platz war. Wolfsburg erst im 2. Durchgang aufgewacht, Chancen durch Origi, aber nicht zwingend genug, um Chauner zu überwinden, und dementsprechend gehen die Wölfe im heimischen Stadion als Verlierer vom Platz und Hannover 96 gewinnt das erste Niedersachsen-Derby der Saison mit 1:0 auswärts in der Autostadt. Ja, das war doch mal wieder ein schönes Spiel. Also es funktioniert wirklich gut. Unsere Außenbahn mit Ostrzelek und natürlich auch mit Korb. Ich merke auf jeden Fall, ich brauche einen Linksverteidiger bzw. einen Außenbahnspieler auf der Bank, weil ich kann halt nicht nur Maresic da hinsetzen. Und ja, das wird dann wahrscheinlich Tim Leibold werden tatsächlich. Die Frage ist nur, wen droppe ich dafür? Und ich habe das Gefühl, das wird Kenan Karaman. Ich könnte mir halt auch Harnik vorstellen, aber ich glaube, es wird eher Karaman. Natürlich könnte ich jetzt auch Pripp dahinstellen, aber wir nehmen natürlich Tim Leibold, weil wir den gerade geholt haben für teuer Geld von Nürnberg. 87, andere 85, Sprintgeschwindigkeit, sehr schnell. Gute Flanken mit 70, guter kurzer Pass, gutes Dribbling, das passt alles. Kann auch Sechser spielen, das heißt quasi eigentlich können wir dann Bakalotz runternehmen und lassen Karaman da. Ich mag Bakalotz, versteh mich nicht falsch, und Bakalotz hat das bessere Rating, aber Karaman ist, keine Ahnung, der ist halt noch flexibler. Ja? Der kann Stürmer spielen im Notfall, der kann auf den Außenbahn spielen, der kann Zehner spielen, Leibold kann Sechser spielen, Maresic kann Innenverteidiger spielen, haben wir gerade gesehen, kann auch Linksverteidiger spielen, war auch nicht so dramatisch, war gar nicht so schlecht für den 26er Abschluss, den er hat. Maina kann auf der 10 spielen, natürlich, rechtes Mittelfeld kann er auch noch, das passt von daher sehr, sehr gut. Und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Transfer von Leibold, und denkt ihr, dass er uns weiterhelfen wird, und denkt ihr, dass wir diese Leistung, die wir bisher gezeigt haben, in der Saison fortsetzen können? Ich hoffe es natürlich sehr, sehr stark, weil bisher gefällt mir das sehr gut, was wir da machen. Die Frage ist nur, ob irgendwann vielleicht auch mal schwerere Zeiten kommen werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich trainieren soll. Allerdings steht Eles in der Startelf. Gut, zugegeben, Bebu auch. Anscheinend ist Leibold, doch Leibold ist vielversprechend, dann stellen wir den mal ins Training rein. Und das war's auch mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und letztes Mal haben wir 381 Likes geschafft. Ja, das ist eine wunderschöne Zahl. Ich bin euch extrem dankbar dafür. Vielleicht schaffen wir das heute wieder. Ja, also lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.